Ich denke, dass der Druck in jedem Spiel der gleiche ist. Auf der einen Seite klar, wenn man verliert vorher die Woche, dann hat man nicht so eine schöne Trainingswoche von dem ganzen Gefühl, was man als Spieler eigentlich haben muss. Weil wenn man Erfolg hat, dann arbeitet es sich einfach besser und ja, ein Stück weit angenehmer. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass jeder weiß, wie es im Fußball ist, dass man Spiele gewinnt, Spiele unglücklich verliert oder auch mal zu Recht verliert und dass es dann von Woche zu Woche geht und ja, das nächste Spiel dann ja, mit der gleichen Einstellung angegangen werden muss. Dennoch kommt ja am Samstag im FSV Frankfurt ja, vielleicht so ein bisschen wie die Mannschaft der Stunde mit 5 Siegen aus den letzten 7 Spielen. Also schon eine besonders schwere Aufgabe, oder? Ja, also ich denke mal, dass jeder es nachverfolgen kann, was der FSV Frankfurt im Moment für einen Lauf hat. Aber wenn man danach geht, dann muss man ganz ehrlich sagen, dass irgendwo alle Mannschaften, die bislang in dieser Liga ihre Spiele ja, liefern, irgendwo Mannschaften der Stunde sind. Weil bis unten hin ist alles eng. Mit einem Spiel, mit 2 Spielen kann man entweder oben sein oder unten mit reinrutschen. Von dem her ist es klar so, dass es an uns auch nicht vorbeigegangen ist, dass der FSV Frankfurt ja, sicher mit Selbstvertrauen und einer breiten Brust hier anreisen wird. Aber für uns muss es ganz einfach der Anspruch sein und da kenne ich die Jungs jetzt auch gut genug für, dass wir auch gegen den FSV Frankfurt, mit welcher Brust auch immer die ankommen, wir unsere Leistung bringen müssen und uns darauf konzentrieren und dann alles drin ist. Ja, also ich denke mal, als Mannschaft ist natürlich erstmal wichtig, dass man untereinander auf dem Platz am selben Strang zieht und ja, in die gleiche Richtung arbeitet. Das haben wir gegen Groß Asbach geschlossen getan. Ob die Spieler, die von Beginn an auf dem Platz standen oder die reingekommen sind oder auf der Bank waren, die angefeuert haben bei Aktionen, wenn man bei denen in der Nähe war. Und ich denke, dass die Zuschauer das auf den Rängen auch gespürt haben, dass eine Einheit auf dem Platz steht, aber auch an der Linie ist. Und ja, die Power, die dann von den Rängen ja, aufs Spielfeld getragen wird, die geht natürlich auch an Spieler nicht vorüber. Das geht an uns nicht vorüber, aber auch am Gegner nicht. Deswegen ist es, denke ich, schon ein wichtiger Faktor, der hier dann zu Hause für uns auf jeden Fall auch in die Karten spielt, dass die Fans hinter uns stehen. Und ja, eine geschlossene Einheit auf, als auch neben dem Platz dann da ist. Also diese 12-Mann-Geschichte ist nicht nur eine reine Phrase aus deiner Sicht. Absolut. Also das kann man ja in allen Stadien, die irgendwie ja, eine gewisse Atmosphäre transportieren, beobachten. Ob es jetzt Osnabrück ist mit der Bremer Brücke und dem Flair hier oder dann halt im großen Stil dann in Dortmund, wenn man sagt, die gelbe Wand steht hinter einem. Ich meine, das kriegt man überall mit und das liefert sicher noch ein paar Prozentpunkte.